Hallo in die Runde, willkommen zu einem neuen How-to-Skat-Video, inspiriert diesmal von einem Kommentar, einer Frage. Good Guy hat gefragt zum Skat Stories Nummer 7 Video. Hi Daniel, danke für das erneut interessante Video. Ich habe mal eine andere Frage. Wie stehst du dazu, Trumpf auszuspielen, wenn der Alleinspieler in Mittelhand sitzt? Dass es im Endspiel mal sinnvoll sein kann und bei starker eigener Karte dem Alleinspieler letzte Trümpfe abzuziehen, ist mir klar, aber ich meinte hier vielmehr im ersten oder zweiten Stich, wo noch nicht viel verraten ist und man beim Alleinspieler in der unvorteilhaften Mittelhandposition für Verwirrung sorgt. Na, ich habe geantwortet, klar, den Zug kenne ich, besonders wenn du mal einen blanken Trumpf vollen hast, den auszuspielen. Dass du da nun für Verwirrung beim Alleinspieler sorgst, würde ich eher nicht sagen. Der wird das genauso durchschauen wie dein Partner auch. Das ist eher eine Information für deinen Partner, damit der nicht im Zweifel mal mit vier Trümpfen den ersten Trumpfstich laufen lässt und dein Voller dann verloren ist. Nichtsdestotrotz, ich spiele das relativ selten, denn häufig bieten sich dann auch trotz alledem Alternativen in den anderen Farben an. Nichtsdestotrotz habe ich die Frage mal zum Anlass genommen, um das gleiche Motiv in einer ähnlichen Situation und in einer anderen Position zu beleuchten, wo es ein bisschen interessanter wird. Schaut euch also mal diese Verteilung an. Ihr seid damit in Hinterhand. Mittelhand bietet 18, die von Vorhand gehalten werden. Mittelhand bietet 20 und ist damit Besitzer. Nehmt den Skat auf, drückt und sagt jetzt ein Karo-Spiel an, wo ihr diese beiden Trümpfe dagegen habt. Und jetzt spielt zu eurer Überraschung euer Partner die Trumpf-Lusche auf. Der Alleinspieler legt die Trumpf-Dame. Und jetzt kommt schon die Frage in die Runde. Was zieht ihr denn hier für Schlussfolgerungen? Und wie setzt ihr jetzt das Spiel fort? Es ist so eine Geschichte, ich denke ja immer gerne in diesen Mustern, und das ist so ein Muster, was ab und an mal vorkommt. Ich sehe das vielleicht alle 2 Jahre mal, so eine Verteilung, die ziemlich genau so läuft. Und ja, wenn du weißt, was hier passiert, dann ergibt sich eine seltene Gelegenheit. Ich zeige euch aber zuerst mal, was hier die meisten Skatspieler machen. Ihr könnt ja mal sagen, ob ich euch da wiedergefunden habe. Die meisten Skatspieler freuen sich erstmal, dass sie hier mit dem Trumpfkönig rankommen und wollen natürlich weder in Herz noch in Pik irgendwas kaputt machen, sondern spielen jetzt unter ihrer langen Farbe, ein ganz klassischer Zug. Vielleicht haben sie vorher noch den Kreuz-Buben gezogen, aber eher nicht. Kreuz-Lusche, Kreuz König vielleicht, und dann wird das Spiel etwa wie folgt laufen. Der Alleinspieler sticht, schnipp schnapp, und geht jetzt wohl direkt über die Dörfer. Pik, Ass könnte kommen, Lusche, Lusche, Pik 10, Dame, Glück für den Alleinspieler, sitzt 2 zu 2. Jetzt kommt noch Herz, Ass, Herz, Lusche, Herz, Lusche, und ja, im besten Fall fliegen jetzt schon die Karten über den Tisch. Der Alleinspieler gibt auf, hat schon genug, könnte auch noch weiterspielen. Können wir uns einfach nochmal angucken, was dann passiert, wenn er jetzt noch weiterspielt, nur um die Verteilung zu sehen. Euer Partner macht dann vielleicht auch nochmal einen Stich mit der 10 und haut jetzt vielleicht sogar noch einen Trumpfvollen auf den Tisch, den der Alleinspieler nicht mehr kann. Kommt jetzt mit dem Kreuzbuben noch ein Stich. Kommt klein Kreuz nach, vorgestochen, abgeworfen. Alles jetzt euers, alles euers. Herzbube hinterher. Trumpflusche. Da haut er natürlich jetzt euer Ass rein, logisch. Und Pikbube. Herzdame, Kreuzdame. Also ihr seid sehr gut aus dem Schneider gekommen. Das sind die guten Nachrichten. Allerdings hat der Alleinspieler über 70 Augen gemacht mit einer relativ klassischen Verteilung. Zurück auf Los. Versuchen wir jetzt mal im zweiten Anlauf die Situation etwas besser, eleganter zu lösen. Vielleicht ist der eine oder andere von euch ja auch drauf gekommen, aber bitte ehrlich sein. Alleinspieler spielt also hier bei 20 den Karo. Euer Partner öffnete mit Trumpf Lusche. Alleinspieler geht rüber. Hier ist jetzt schon die Schlüsselsituation des Spieles. Wenn ihr das nicht kennt, dann seid ihr vielleicht verwirrt, überrascht. Auch gerade diese Trumpf Lusche, ein sehr seltener, ein ungewöhnlicher Zug. Wenn ihr jetzt allerdings auf die Idee kommt, ja, das kann eigentlich nur sein, weil euer Partner entweder zu dusselig ist, gar nicht weiß, dass er beim Skat keinen Trumpf ausspielen sollte im Gegenspiel, oder er will vielleicht den Alleinspieler verwirren, oder noch kurioser, er hat vielleicht die Spielansage nicht richtig verstanden oder einfach eine falsche Karte gegriffen. All das ist nicht die Lösung, denn es gibt
eine Lösung und die ist ziemlich zwingend. Euer Partner muss unglaublich trumpfstark sein, so trumpfstark eben, dass er dem Alleinspiel direkt ans Leder will, die kompletten Trümpfe abziehen möchte. Das bedeutet eben, er hat nicht drei oder vier Trümpfe. Gerade mit vier Trümpfen würdest du das eher versuchen zu verheimlichen und hoffen, dass der Alleinspieler vielleicht eine dritte Trumpfrunde spielt, auf Trumpf 3-3 geht und du dann Trumpf abziehen kannst. Nein, euer Partner muss zwingend fünf Trümpfe haben, ansonsten macht die Karo-Lusche, die Trumpflusche überhaupt keinen Sinn. Und daraus ergibt sich für euch die Fortsetzung, ihr müsst auf das Spiel eures Partners eingehen und das bedeutet rausnehmen mit dem Kreuz Buben und jetzt auch nicht hier irgendwo in das fremde Gemüse reingreifen, sondern Trumpf zu rückspielen und dann wird Folgendes passieren. Im besten Fall hat euer Partner tatsächlich die drei Unterjungs. Das ist auch meistens der Grund, warum er Trumpf ausspielt. Auch mit fünf Trümpfen würde er das eher nicht tun, wenn er nicht die drei Trümpfe hat danach, also den Abzug hat. Und er hätte vielleicht auch die 18 gar nicht gehalten, wenn er nicht drei Buben hat. Das sind also die Begründungen, wo so ein Steinchen zum anderen an den Platz fällt. Karo Bube und der Alleinspieler ist jetzt ein bisschen wehrlos. Er darf Trumpf bedienen. Danach kommt der Herzbube, der Trumpfabzug ist im vollen Gange und das bedeutet für euch, jetzt dürft ihr natürlich auf keinen Fall hier das Kreuz Ass laden. Das braucht ihr ja noch, um ranzukommen. Wenn ihr die Konsequenz in der Gänze schon überschaut, könnt ihr sogar hier schon den Alleinspieler aufs Glatteis führen, indem ihr hier etwa nur eine Lusche legt, Herzlusche oder Piklusche. Gegenfarbe anzeigen ist auch gar nicht so wichtig. Es ergibt sich gleich für euren Partner aus euren Abwürfen sowieso, wo eure Assfarbe sein muss. Also es ist genauso legitim, jetzt hier Bild schon zu legen. Sagen wir mal Pik-Bild mit Gegenfarbe, obwohl es eben nicht nötig ist. Danach kommt der letzte Trumpf des Alleinspielers. Ich lege jetzt vielleicht das andere Bild, zeigt die andere schwache Farbe, damit euer Partner auch ganz sicher weiß, wo eure starke Farbe ist, nämlich die, die ihr logischerweise noch nicht abgeschmissen habt. Und jetzt kommt noch so eine kleine Situation, woran ihr auch sehen könnt, wie gut ist euer Partner in Vorhand wirklich? Ist das ein absoluter Topmann? Dann spielt er jetzt vielleicht sogar den 11. Trumpf einfach mal vor, um auf eine ganz gewisse Endspielsituation abzuheben. Ja, ihr werdet jetzt wieder eine von den letzten Luschen fallen lassen. Wupp, und jetzt kommt Kreuz. Jetzt hier in diesem Beispiel ist es die Kreuz 10. Die könnte natürlich auch gedrückt sein. Es könnte auch Kreuz König kommen oder Kreuz Lusche. Ihr könntet auch statt Ass Dame 9, 7 oder Ass Dame Doppellusche den König dabei haben. Wie auch immer, in dieser typischen Verteilung sind meistens gerade zwei Kreuz gedrückt. Das heißt, ihr solltet jetzt schon darüber gehen und die Farbe nachspielen. Wenn es dann eben so ist, dann kommt jetzt auch die Ladung von eurem Partner. Ihr werdet dafür belohnt. Und jetzt wird die Luft für den Alleinspieler aber verdammt eng. Jetzt wird die Luft immer enger. Er muss abtragen, er muss abtragen. Irgendwann kommen jetzt auch die Vollen. Also durchaus auch möglich, dass der Alleinspieler sogar in zweimal Ass 10 sitzt. Und jetzt sind wir im 9. Stich und ihr stellt ihm die Frage. Und darauf zielte ich vorhin ab, als ich meinte, ihr könntet statt einem Bild hier auch schon mal eine Lusche fallen lassen, um dem Alleinspieler es schwer zu machen für die Entscheidung im 9. Stich. Im 9. Stich muss der Alleinspieler sich jetzt entscheiden, welches Ass er hält. Denn wenn er nicht das richtige Ass hält, dann wird er Schneider schwarz. Und da wird sich jetzt auch zeigen, ob er gut aufgepasst hat, ob er die Situation überschaut hat. Aber es ist nicht so leicht für ihn. Wenn er jetzt also es richtig macht und hier das Pik Ass fallen lässt, dann kriegt er den letzten Stich. Wenn er sich aber stattdessen entscheidet, das Herz Ass fallen zu lassen, weil er eben nicht mehr genau weiß, im Überblick hat, welche Lusche ihr habt, dann bleibt er hier allen Ernstes Schneider schwarz. Das war meine Antwort auf die Frage von Good Guy, ob es Situationen gibt, in denen es sich lohnen kann, gegen den Alleinspieler in Mittelhand Trumpf auszuspielen. Antwort also ganz klar ja. Es gibt diese Situation, auch wenn sie zugegebenermaßen schon extrem selten sind. Da müsstet ihr also ganz schön oft und regelmäßig Skat spielen, um sowas mal live am Tisch zu erleben. Hier also das Musterbeispiel für die Vorhandkarte, aus der er mal mit 5 Trumpf
Trumpf eröffnet, sicher auch mit einem Trumpf wäre das ebenso denkbar, dass das ein sinnvoller Zug ist. Und hier habe ich auch nochmal die Karte des Alleinspielers aufgedeckt, damit ihr seht, dass das soweit plausibel ist. Er hat also hier einen Viertrümpfer, der könnte ohne 4 sein, könnte auch ohne 5 sein. Die vierte Farbe gedrückt, König Lusche in diesem Beispiel, könnte auch die 10 dabei sein oder zwei andere aus dieser Farbe. Logischerweise, typischerweise muss er ein bisschen Stärke haben, eine sogenannte volle Karte, also dann noch zweimal Ass zu dritt, vielleicht auch mit beides mal Ass 10. In dem Fall langt ihm aber sogar ein Doppelläufer mit der 10, um das Spiel nach dem Verstechen des Trumpfasses zu gewinnen. Dann hoffe ich mal, dass ihr hier was mitnehmen konntet, dass ihr jetzt vorbereitet seid, wenn ihr am Tisch tatsächlich mal in so eine oder eine ähnliche Situation kommt. Idealerweise natürlich dann mit den Karten hier aus Hinterhand oder aus Vorhand, nicht unbedingt mit diesem Blatt in Mittelhand, wenn ihr dann auf so starke Gegner trefft, dass sie tatsächlich Trumpfrunden mit euch spielen. Wenn es dann so ist, dann nehmt das sportlich, auch das gehört dazu, dann auch Respekt zollen, denn meistens werdet ihr die Karte ja trotz alledem noch gewinnen. Das ist es dann von heute von mir, das war die Verteilung. Ich wünsche euch noch ein schönes Wochenende und wie immer, gut Blatt!